2:0 gewinnen die Adler Mannheim ihr drittes Heimspiel in dieser Saison gegen die Iserlohn Roosters. Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße beide Trainer zu meiner Rechten, Doug Mason von den Gästen und Harry Kreis von den Adlern. Wie gewohnt übergebe ich das Wort zuerst an unseren Gästetrainer. Herr Mason, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Guten Abend zusammen. Ich fand, unsere Mannschaft hat Schwierigkeiten mit schnellen Entscheidungen zu treffen. Und das war ein bisschen anders, was ich gesehen habe in den ersten 6 Spielen. Wir waren sehr schnell mit alles mit Entscheidungen getroffen und wir haben sehr schnell in die Counter gegangen. Und das war natürlich und bleibt und ist uns noch immer unsere Stärke. Aber heute haben wir waren ein bisschen langsamer mit unseren Entscheidungen, die getroffen werden. Und das hat natürlich auch etwas zu tun mit der hohen Intensität von den Adlern heute Abend. Die haben ein Topspiel, ein Playoffspiel gespielt heute. Und das kann man immer erwarten hier gegen Harold Kreis' Mannschaft. Aber das war deutlich zu sehen heute und wir haben da gerade über gesprochen. Wir müssen mehr besser bereit sein für diese hohe Intensität und unsere Entscheidungen muss schneller getroffen werden. Ich gratuliere Harry mit seinem Sieg heute Abend und wünsche ihm viel Glück in dieser Saison und ich danke allen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mason. Harry, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, danke, Doug. Das waren drei Big Points für uns heute. Gegen die offensiv stärkste Mannschaft in der Liga, auch die Mannschaft mit dem besten Powerplay. Wir wussten, und Doug hat es ja angesprochen, dass wir die Räume eng machen müssen. Schlittschuhlaufen alleine reicht nicht. Wir müssen die Räume eng machen. Wir müssen die Mannschaft von Iserlohn eben zeitlich und räumlich unter Druck setzen. Chapeau an unsere Unterzahlmannschaft. Chapeau an Felix Brückmann, der auch ein Großteil des Unterzahlspiels ist. Iserlohn hat sich ein paar sehr gute Chancen hinausgespielt. Die haben Gott sei Dank nicht getroffen, aber insgesamt hat unser Unterzahlspiel heute sehr, sehr stark gespielt. Wir wussten, dass es ein hart umkämpftes Spiel wird gegen eine Mannschaft, die einen sehr guten Lauf hat. Wir müssten einfach spielen, wir müssten geradlinig spielen und wir bräuchten eine gute Ausführung. Insgesamt war es eine gesamtmannschaftliche Leistung heute, obwohl ich die Unterzahl und Felix hervorgehoben haben. Danke, Doug, und viel Glück fürs nächste Spiel. Danke, Harry, für deinen Kommentar. Das war's von uns. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Weiter geht's für die Adler am Freitag mit der Auswärtspartie in Ingolstadt und dann am Sonntag zu Hause, dem 6.10. gegen den amtierenden Meister, die Eisbären Berlin. Bis dahin einen schönen Feiertag. Ciao.